Spitzenklasse. Über 50 Uhr. Never! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Jawohl. So! Scheiße! Okay, wir mussten die beiden abwarten, aber das war eigentlich noch im Bereich des Okayen. So, wo bleibt der wo bleibt Massa? Da ist er. Jawohl, 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 jawohl. Ja, wir sind vor Massa. Alonso meine ich. Die Massa. Alonso. Oh ja. Oh. Sehr schön. Wunderschön. Auch mit voller Drehzahl, du Bongo. Jawohl. So muss das, Alter. Hui. Erster Baby von Platz 12, Alter. Können dann also noch mal einen Boxenstopp machen? Dann kriegen wir, dann sind wir wieder 12 und können noch mal nach vorne fahren. Das ist schlau, oder? Ja, das machen wir. Das ist gut. Sehr gute Idee. Machen wir. So. Oh mein Gott. Fantastisches Rennen. Ist wie beim Fußball, ne? Also wenn du so 4-0 gewinnst, dann... ne, es steht in der 45. Minute 4-0 und du denkst dir... ah, ja, späte Halbzeit. Brauchst du eigentlich nicht mehr spielen. Die Stimmung ist nicht mehr so geil. Weißt du? Du hast keine Spannung. Alles ist klar und dann kriegst du am Ende noch eins und dann, boah, du bist da am Ende des Spiels schon wieder nicht mehr siegestrunken sozusagen, sondern bist dann schon wieder, ja, relativ nüchtern, wenn man das so mit beschreiben will. Und wenn du aber, ne, bis zur letzten Minute zittern musst oder erst in der letzten Minute das Tor schießt oder eben wie gesagt hier eben vom Platz 12 erst losfährst und dann noch die Erste werden musst. Das war sogar auch relativ ungünstig, dass wir so zeitlich Erste geworden sind. Sonst ist ja, ne, da ist nicht so spannend. Das ist immer besser, wenn du mehr Spannung drin hast. Natürlich ist zu viel Spannung auch scheiße, weil dann verlierst du meistens, ne, wenn du hier 1-0 hinlegst und dann die Spannung hast, ah, schießen sie noch eins. Und dann kriegst du meistens noch 2-0. Das ist dann auch nicht das, was man will. Also eine gesunde Spannung. Ne? Sowas wie 1-0 Führung in der 98. Spielminute. 89. Spielminute oder sowas. Das ist immer das Geilste. Mua! Natürlich nur, wenn du dann keins mehr kriegst. Sonst ist es. Gibt's ja auch ab und zu mal, dass man dann noch ein Tor frisst, leider. Das ist dann der pure Hass. Weil dann ist man komplett niedergeschlagen, ne? Naja. Oh, wir haben jetzt schon den 4. Advent. 4. Advent. In 2 Tagen ist Weihnachten. Yay! Also ich hoffe mal, ja doch. Also eigentlich müsste es schon der 2. Teil des Rennens sein. Und wie wir den wegfahren dort hinten, Alter. Alonso hat keine Schnitte. Keine Chance. Kein Ankommen gegen uns, Alter. Ja. Das wäre doch mal ein Weihnachtsgeschenk, ein Saisonsieg. Gut, hatten wir jetzt leider schon zur Genüge. Also, was heißt leider? Also, ich meine, das ist jetzt nicht so großartig Besonderes. Deswegen, naja, freut man sich da nicht so sehr, ne? Also, wenn man hier unser erster Saisonsieg, der war eigentlich der geilste, weil du hast nicht, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir den holen. Ich weiß gar nicht, welcher das war. War das Korea? Ich glaube, da waren wir noch Zweiter, ne? Also ich weiß nicht mehr, wo der erste Sieg wirklich war. Ich glaube, Hockenheim oder so, ne? Kann sein. Das war das Beste. Muss man sagen. Warte mal, wie schlecht wir fahren gerade. 0,6 hinter unserer Bestzeit, die wir in der letzten Runde gewonnen haben. Ah, Mensch, doch!
Muss ich mich mal wieder ein bisschen anstrengen. Damit wir hier jetzt nicht irgendwie noch in Bedrängnis kommen, dass hier Alonso irgendwie noch Curse kriegt oder sowas. DAS. Curse hat er immer. Ui! Ach ja, momentan läuft's echt. Also muss man sagen, momentan bin ich echt zufrieden mit dem Rennen. Man schwitzt auch nicht so, ne? Ist natürlich auch, der Grund ist auch ein bisschen, dass es so kalt ist in meinem Zimmer. Da muss mein Körper sich erstmal aufwärmen, um überhaupt Raumtemperatur zu haben. Warte mal. Also, man muss den Raum mit aufwärmen sozusagen, weil die Wärme dann immer gleich nach außen abgegeben wird, weil es ja kälter ist in meinem Raum. Deswegen muss der Raum erstmal warm werden, damit mir richtig schön warm werden kann. Ne? So, wir versuchen jetzt hier mal nochmal eine schnellste Rennrunde zu fahren, weil wir haben ja demnächst kein Fettgemisch mehr. Das wird auch nicht so schlimm sein, weil wir haben 5 Sekunden Vorsprung, das kriegen wir schon auf die Reihe. Mal Alonso wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit dann noch hier Fettgemisch fahren kann. Er hat ja vorhin schon angefangen hier das Fettgemisch rauszuhauen, deswegen... Ah, nicht raus, ich wollte doch eine schnellste Rennrunde! Jetzt fährt er mit voller Drehzahl, okay. Vielen Dank für die Durchsage. Ach ja, der 4. Advent. Damit ist der Adventskranz schon wieder voll, ne? Und die Vorfreude steigert sich so langsam und dann puff, Weihnachten und die Vorfreude ist weg. Ne? Sobald... Na ja gut, man freut sich auch auf die Weihnachtsfeiertage, sind nachher und danach freut man sich auf Silvester. Also man hat auch nach Weihnachten noch Vorfreude, aber... Danach, nach Silvester, ist erstmal wieder Ernüchterung angesagt. Schule geht wieder los. Nein! Weißt du, und dann, nein, ey. Also wirklich, die Zeit nach den Feiertagen ist immer das Schlimmste mit. Obwohl, na gut, da hat man vielleicht, falls man was Cooles geschenkt bekommen hat oder sowas, da hat man noch was zu tun, kann seine Geschenke austesten oder sowas, keine Ahnung. Oder irgendwie, falls man irgendwas Tolles bekommen hat und so. Ist ja noch Schokolade übrig, da hast du wenigstens davon noch was. Aber dann so 10 Tage, beziehungsweise so in so 5-6 Tage nach Silvester ist dann immer schon, naja. Das ist dann die Zeit, die dich einfach nur noch, wo du an die Zeiten zurückdenkst, wo du dich noch auf Weihnachten gefreut hast, ne? Naja. Also Vorfreude ist wirklich schon die schönste Freude, als Kind, also als kleines Kind. Habe ich immer gedacht, oh nee, Vorfreude, schönste Freude, stimmt doch gar nicht. Aber es stimmt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, ne? Also man denkt ja auch jetzt hier so als 16-Jährige irgendwie auch manchmal, das kann ich nicht glauben, was mir meine Eltern da erzählen werden. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so, dass ich später mal erkennen werde, Mensch, die haben recht gehabt. Also ich denke mal, das ist wirklich so. Also... Vielleicht sollte ich mich da mehr an meine Eltern teilweise halten. Naja. Weiß ich nicht. Ich kann es halt schlecht beurteilen. Vielleicht ist es ja auch falsch, ne? Und man muss sich dann darauf einlassen, wenn es die Eltern sind. Und dann macht man am Ende irgendwelchen Müll. Aber ich glaube, die Eltern sind dann doch schon ein bisschen erfahrener. Deswegen ist die zweite Variante dann doch etwas unwahrscheinlich. Ne? Benzingemisch 2, ja, auf Startziel machen wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn das jetzt gerade für eine Bremstaktik? Spitzenklasse. Über 5 Sekunden. Never! Oh nein, wir machen immer noch die Startziel. Okay. Da hätten wir uns echt ziemlich hart wegdröhnen können gerade. Wegdrehen können gerade und haben auch eine Sekunde verloren. Aber wir sind immer noch so weit weg. Das verlieren wir nicht mehr. Wahrscheinlich. Und Mist überrunden. Kriegen wir auch keinen mehr. Die sind schon da vorne, die wir hätten vielleicht noch überrunden können. Schade eigentlich. Aber da vorne kommt noch einer dazwischen, ne?
Okay, also den da vorne geben wir auf keinen Fall mehr. So langsam fahren die ja dann auch nicht. Naja. Und da ist das Rennen dann auch schon fast wieder laufen, ne? Also das Rennen ist entschieden. Das ist, denke ich, klar. Ich hoffe mal, der Alonso bleibt vor Rosberg, weil Rosberg soll ja weniger Punkte kriegen. Alonso ist auf jeden Fall unwichtiger, beziehungsweise hat ungefährlicher ist er, ungefährlicher ist er im Gesamtklassement, weshalb ich eher ihm den zweiten Platz geben würde, auch wenn ihn in der Realität ziemlich viele Leute nicht mögen. Ich weiß nicht, irgendwie sagen die, das total arrogant und so. Keine Ahnung. Also ich mag ihn auch nicht, aber ich hasse ihn auch jetzt auch nicht. Ne? Aber und alleine wegen der Konkurrenz zu Vettel und Schumacher mag ich ihn nicht so sehr. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Okay, wir haben schon wieder eine Sekunde rausgeholt, die wir vorhin verloren hatten. Aber hier um die letzte Kurve bin ich jetzt immer nicht so doll gekommen. Naja. Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Oh, die alte Frage. Die müsste man sich eigentlich immer vorbereiten. Die wird man mindestens 2-3 Mal gestellt. Die bekommt man immer 2-3 Mal gestellt. Im Advent. Deswegen müsste man sich eigentlich auf jeden Fall schon vorher darauf vorbereiten, damit man immer gleich eine Antwort hat. So. Wir haben noch eine Rückblende zur Not. Das heißt, auch das kann ich nicht mehr aus dem Rennen rauswerfen. Das ist die letzte Runde. Die nächste Rennrunde haben wir, ich glaube, drin. Müssten wir eigentlich sicher haben. Jetzt fahren wir noch die letzten Meter, die letzten Kurven dieses Rennens, wo ich erst dachte, oh Gott, das wird scheiße. Und dann ist es doch entspannt gewesen. Nach dem Boxenstopp war dann doch die Entscheidung lag in der Luft und dann sind wir weggezogen. Die Entscheidung ist jetzt höchstwahrscheinlich gefallen. Wenn wir uns jetzt hier nicht noch 2 Mal wegdrehen, dann könnte es vielleicht noch mal knapp werden. Weil wir haben ja nur noch für ein Ding Rückblende, ne, und so. Aber, naja. Ah! Oh. Nicht so laut. Ach, du Kacke! Ach, du Kacke! Ach, du Kacke! Ach, du Kacke! Ach, du Kacke, wenn du es abweglässt, ist es ach, du Kacke. So! 5, fast, ja, werden wahrscheinlich 6 Sekunden werden, die wir am Ende Vorsprung haben. Sekunden Vorsprung haben wir und das ist der Sieg! Woo! Läuft bei dir. Hätte ich niemals gedacht. Ne? Also nach dem Kack-Qualifying never, aber war dann doch ganz geil, muss ich sagen. Also, bin ich zufrieden. Rosberg ist 100 Punkte immer noch hinter uns. Na, wieder hinter uns, sagen wir mal. Er hat ja aufgeholt zwischendurch durch das Rennen in Singapur und das letzte Rennen. Was sind wir da gewonnen? Haben wir gewonnen, oder? Ich weiß es nicht mehr, scheiße. So, Konstrukteurs-WM. Sind wir Zweiter. Vettel müsste sich noch mal ein bisschen mehr reinhängen. Ne? Aber das ist auch noch drin. Also das ist, sage ich jetzt nicht, ah ne, können wir nicht mehr schaffen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Und da versuchen wir dann in... Wo fahren wir? Ich weiß nicht mehr. Wo fahren wir? Keine Ahnung. In... Na, ich warte mal kurz. Das wird mir gleich anzeigen, wo wir fahren. Wenn es nicht so lange laden würde. Okay, wir haben eine uns wird eine Vertragsverlängerung angeboten von Red Bull. Ich habe Sebastian Vettels Rekord eingestellt. Als nächstes müssen wir 13 Saisonsiege schaffen, vielleicht. Vielleicht schaffen wir das. Okay, so, Level 32 wären wir, glaube ich. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir so weit schon so... Ja, wir schaffen Level 32. Bing! Geil. Super geil. Ach komm, wenn wir hier das Vertragsangebot noch haben. Vertragsverlängerung. Bis wann müssen wir das ausarbeiten? Wir haben von
wissen, wie du dich entscheidest. Ach, machen wir beim nächsten Mal. Und da geht es nach Indien. Da wirst du ihn finden. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Morgen, ach Quatsch, nicht morgen. Am nächsten Freitag um 16.30 Uhr, da werde ich vielleicht von meinen Weihnachtserlebnissen ein wenig berichten, so erzählen, was ich so bekommen habe, neben dem Weltfrieden und 1 Milliarde Euro. Und dann geht's auch schon auf Silvester zu, ne? Und dann können wir dann von Silvester wieder erzählen. Das werde ich nämlich mit dem Jonas, dem Philipp und dem Paul zusammen feiern diesmal. Ja, weiß nicht, vielleicht nehmen wir da was auf. Mal gucken. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall kommt jetzt die Endcard und dann abonnieren. Nee, schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann. Auch Fahrstil-mäßig, aber obwohl er schon ziemlich perfekt ist. Und bis dahin. Tschüss. Ich muss den Knopf finden, wo ich abbrechen kann die Aufnahme. Tschüss.